Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, bringt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Liest man es etwa bei Tirs Tempel, werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Oh gut, ihr seid hier und keinen Augenblick zu früh. Wie gewünscht. Was für ein lebhafter Haufen. Sprich. Der Baum ist ziemlich überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber... Sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig. Dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, keine Wahl. Ja, natürlich. Was hättest du auch sonst tun können? Das wäre ein ganz harmloser Scherz, wenn Fimbulwinter sie nicht von ihrer Rückkehr abhalten würde. Und jetzt sind sie verstreut und niemand weiß wo. Das war's wert. Und? Hast du diese Lindwürmer gefunden? Warst du schon immer ein übertrieben großes, unsterbliches Eichhörnchen, oder? Vergiss nicht, hübsch. Nein, ich war einmal ein ganz normales Eichhörnchen. Genauso groß wie diese schmächtigen, geisterhaften Versionen von mir. Ich war unscheinbar. Ich stieß ganz zufällig auf den Baum, als ich eigentlich hätte sterben sollen. Das Opfer eines willkürlichen Akts räuberischer Grausamkeit. Doch der Baum hatte andere Pläne für eine so unbedeutende Kreatur wie mich. Aber ich habe schon zu viel geschwafelt. Ich belästige dich nicht weiter, Meister Kratos. So macht es gut, Meister Kratos und Gefolge. Du bist wirklich die Beste. Du warst schon immer die Beste. Hey, sagt ihr, sie ist die Beste? Oh, ihr seid zurück. Helden der Stunde. Liebe! Wie bitte? Das Rätsel. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Liebe! Was für abartige Beziehungen hast du denn bisher geführt, Mimir? Das ergibt null Sinn. Ich stimme zu. Also bitte! Von euch zwei Stoffeln lasse ich mir ganz sicher nichts über Romantik erzählen. Ach, was wird größer, je mehr man wegnimmt? Oh. Ich gerate immer aufs Neue. Du bist immer alles Beste. Das kann ich nicht abschließen. Weißt du? Valaheim scheint dir treu ergeben. Ja,
ein Naturtalent. Ah. Worum ging's gerade? Hä? Irgendwie. Du musst dich ausruhen. Verstanden? Genug. Sieh dir das an. Du hast es geschafft. Wie in allen neuen Welten konntest du Heimdall umbringen. Ich wusste, dass unser Speer funktioniert. Tja, frohes Ragnarök allerseits. Trinken wir. Ist das wahr? Heimdall ist tot? Ich kann's nicht glauben. Jetzt hält es nichts mehr auf. Odin war nur zu Frieden bereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Aber jetzt? Jetzt was? Wir wissen beide am besten, dass Odins Versprechen nie von Dauer sind. Und jetzt sind wir im Vorteil. Wir müssen jetzt zuschlagen. Nein. Keiner von euch begreift die Folgen. Odins Rache wird seine einzige Sorge sein. Nicht seine einzige. Die Maske. Welches Wissen sie auch birgt, das ist Odins allergrößtes Bestreben. Wenn ich zurück nach Asgard gehe, zurück. Kann ich... Zurück? Zurück? Wirklich? Ja. Wenn ich beende, was ich begonnen habe, die Maske erwecke, Antworten finde, ist das vielleicht unser Ausweg. Aber ich muss bald gehen, bevor sie merken, was geschehen ist. Atreus, du bist bei mir. Setz dich nicht wieder gefangen aus. Er ist ihnen überall ausgesetzt, Kratos. Wir alle. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Aus taktischer Perspektive liege ich falsch? Es gefällt mir gar nicht. Aber das wäre der beste Zug. Wenn wir Odin ablenken, verschafft uns das Zeit. Und ein paar Augen im inneren Heiligtum unseres Feindes. Aber falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt, dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja, und sobald er hat, was er von dir braucht, habe ich kein Druckmittel. Ich versteh's. Ich pass auf. Vater, ich kann's schaffen. Denk an das Versprechen. Du auch. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch, Sin. Ich will immer noch wissen, wie du es geschafft hast. Du meinst, wie wir es geschafft haben? Ja, richtig gehört. Darin steckt eine Geschichte. Ich lass dich nicht zurückgehen ohne das hier. Ein Hammer? Deinen Schlüssel, bitte. Wenn du je einer üblen Situation entkommen musst, wirf das zu Boden und sag Quirky. Klappt nur einmal. Quirky. Danke, Sindri. Hoffe, ich brauche es nicht. Ich auch. Gut. Odin sagte, Hugin würde in der Hütte warten. Mimir, sollte ich sonst noch was über Odin wissen? Hat er vielleicht eine Schwachstelle? Wenn ich seine Augenklappe abziehe, löst er sich dann auf? Sicher, Junge, wäre das nicht. Nein. Verzeihung, das kann ich nicht. Ich muss das allein schaffen.
Auf geht's. Fan? Du bist zurück? Hey. Ist das dein Wolf? Ah! Hör auf damit. Oh, komme ich ungelegen? Es sah irgendwie danach aus. Ich kann gerne wieder... Schon gut. Das ist Fenrir. Schon gut, Fan. Sie ist eine... Ich hatte recht mit dem Messer. Du hast einen Platz für seine Seele gefunden. Hab ich. Hey, wie hast du mich gefunden? Loki? Das ist meine Murmel. Und wo willst du jetzt hin? Wieder nach Asgard? Hey, ich benutze ihn. Aha. Ongre Boda, nein. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich alles wissen. Wie ich Vater rette, Ragnarök stoppe und vielleicht, hoffentlich, unser Volk zurückbringe. Loki, das sind alles wirklich edle Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Natürlich tue ich das. Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fan sehen? Ich passe gut auf ihn auf. Keine Sorge. Pass auf dich auf, Loki. Na dann. Na gut. Ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Hallo, entschuldigt die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Fossetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Besser du gehst. Gut. Panik bringt nichts. Nutze sie. Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Thrud hart geschlagen, als wir weg waren.
Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Thor. Ihr geht nach Niflheim. Freut mich auch. Hey, Ingrid, weißt du vielleicht, wo Thor ist? Ja, dachte ich mir. Thrud, tut mir leid. Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Niflheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. Und hattest du denn vor, die Kerzen abzuschalten? In Hilheim habe ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist, Valkyrie zu werden. Du sollst wissen, dass ich das ernst meine. Hast du etwa... Und du lebst noch? Ich hab's noch nicht getan, aber ich mach's noch, sobald ich zurück bin. Du hast später noch genug Zeit, ihr zuzusetzen. Danke, Loki. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Warum? Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen. Sieh dich um. Er ist sicher hier. Thrud, ich... Schon gut. Hey, Thor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also... Wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Was machst du da? Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen. Ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater? Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesen töten und mitpissen! Und jedem, der widerspricht, zeige ich Mjölnir.
Gesicht zuerst. Das ist... Das bist nicht du. Thor. Hugin, warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge. Mein Name ist... Was? Nein, ich... Oh, kommt schon. Nein, nein, nein. Ich schwöre, das war keine... Das genügt! Oh, wie ich das vermisst hab! Alles noch. Weg von mir! Ich hasse diesen Ort! Truth, ich hole die Waffen! Meinst du nicht? Das wäre für... Du denkst viel zu viel. Ist das dein Ernst? Komm her! Die Tür ist genau da! Come here!
anfängst. Sofort, stell den einfach... Nimm seine Arme, bringen wir ihn weg. Guter Kampf. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein, ist schon gut. Wirklich. Hey, ich bin stark, aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Steh auf. Frodi. Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies, das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Ja, sehr großen Mist. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Was das wert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hoffe, du weißt, was das mit dir angerichtet hat. Ich war betrunken. Hey,
Wieso fliegen wir nicht einfach über sie zur Maske? Meinst du, ich will dich den ganzen Weg schleppen? Du bist stark. Ich will nicht dein Lastesel. Swag. Blickt zu dir auf. Ich hoffe, du weißt das. Von dir brauche ich keine Predigt über Kindererziehung. Finde einfach das Ding. Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Willst du? Ich muss erst noch was erledigen. Lass dir Zeit. Jetzt können wir gehen. Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Netter Trick. Gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über unsere Blutsbande zu schwafeln. Noch eine Eiswand. Thor, könntest du... Na gut. Nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Kommt dir das denn gar nicht bekannt vor? Einfach. Oike!
dann haben wir eben ähnliche Erfahrungen gemacht. Was heißt das schon? Es ist dumm, sich über Dinge zu beschweren, die wir nicht ändern können. Wir können nicht. Wir sind weit weg von Ivaldis Werkstatt, oder? Weit genug. Trotzdem, dass ich dich platt machen würde. Auseinander und puff! Problem gelöst. Kein Nachdenken, keine Gefühle. Ja.
Da durch, vor uns. Das wird lustig. Ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollen. Na und? Ich sag, das wird lustig. Das war's. Hier hoch. Da scheint ein Weg zu sein. Ein Durchgang kommt zuvor. Und genießt du die Freiheit? So ganz ohne den strengen Blick von Fadir. Tja, ja schon. Es ist anders, als ich es kenne. Auf gute Art. Wir müssen wohl diese Klippe hinauf. Und ich denke... Denken! Es ist besser, wenn man es kommen sieht. Und? Bald da? Vielleicht. Ich schau mal. Thor, ich hoffe, es läuft alles gut, wenn du Sif und Thrud wieder siehst. Tja, hoffen ist besser als glauben. Ist ein Anfang. Hier. Ah!
Das war knapp. Danke, Thor. Ich wollte die Maske nicht verlieren. Loki, das ist es. Wir stehen kurz vor großen Dingen. All unsere Arbeit, gemeinsam. Gern geschehen. Tut mir leid. Ihr seid hier weshalb? Sein Vater tötete Heimdall. Forsetti hat Beweise. Schnappt ihn. Nein, lasst ihn in Ruhe. Ich befehle es. Du sagtest, es wird kein Asenblut mehr vergossen. Du sagtest, Familie geht vor. Glaubst du nicht, dass es Vergeltung dafür ist, dass er sich hier aufhält? Er hat deine Enkeltochter in Gefahr gebracht. Deinen Sohn unglücklich gemacht. Loki hat Heimdall nicht ermordet, sondern sein Vater. Deine Tochter ist alt genug, ihre eigenen Fehler zu machen. Und dein Ehemann hat wieder zu trinken begonnen, weil er es wollte. Wegtreten! Ihr zwei, auf ein Wort. Siehst du nicht, was hier geschieht? Er beschützt uns nicht. Magni, Modi, unsere Jungs. Wir erzählten ihm Geschichten und saßen am Feuer. Erinnerst du dich? Wir haben ihn Holzpferde geschnitzt. Wir haben gespielt und gelacht, bis die Sonne sank und sie bei uns eingeschlafen sind. Dann schickte Allvater sie in den Kampf wie brüchige Messer gegen eine Gebirgswand. Und wofür? Was, wenn Fruit stirbt? Tötest meine Söhne, schläfst in ihren Betten, bringst meinen Vater gegen mich auf, meine Tochter. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Weißt du, mir ist endlich etwas eingefallen, das ich dir beibringen kann. Hey, lass das! Ich hoffe, du hast recht. Sindri, du weißt, wie man einen Abgang plant. Atreus. Zum Glück geht's dir gut, Junge. Kam gerade rechtzeitig raus. Aber in Asgard bin ich wohl nicht mehr willkommen. Warte, warum warte ich hier draußen? Sindri sagte uns, wo du ankommen würdest, wenn du Ärger hast. Oh, ich dachte, ihr wärt ohne mich auf Erkundung. Nein, Junge. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Mimir. Ach bitte. Zu Hause ist alles so voll und angespannt. Vermisst du nicht, dass wir drei losziehen und Abenteuer erleben? Das Unvermeidliche rauszögern. Ganz genau. Nicht die schlechteste Idee. Ich will allen die Maske zeigen, aber das hat Zeit. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Ich kenne dich, Göttermörder. Was genau wollt ihr von mir? Ist das ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Was ist es, das du verheimlichst? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Wir folgen all deinen Launen.
Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Falscher Gott! Für den Allvater! Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Bist du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt? Angebetet? Geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Wir schmieden unser eigenes Schicksal.